Hol dir dein Abo bei deinem TV-Anbieter. Di Domenico, ja, auf Gundersen, Tor, 1-0 Führung für Fribourg-Oteron. Also auch in Spiel Nummer 2 macht Fribourg-Oteron den Auftakt mit einem Tor im Powerplay. Ryan Gundersen. Und vorne Sprunge, der da Tobias Stefan die Sicht nimmt. Ganz elegant. Di Domenico. Andy Mealy. Und Abschluss, der Ausgleich. Martin Gernat. Ausgerechnet hier. 6. Spielminute. Eineinhalb Minuten dauerte die Führung von Fribourg-Oteron hier an. Ernie Mealy auf Martin Gernat und dann ist dann auch Reto Berra ein erstes Mal bezwungen in dieser Partie. Hat seine persönliche Antwort gegeben auf die Strafe, die er zuvor absitzen musste. Gernat. In der Regular Season hat er 22 seiner... Isoberci. Kein Foul, aber Tor. Tim Bozzo, 2-2. Und auch wenn da Christoph Berci noch ziemlich angegangen wurde... Der Versuch, ihn von der Scheibe zu trennen, ist nicht aufgegangen. Hier kommt ein Schlag und dann spektakulär der Assist von Berci auf Bozzon. Und da scheint auch Reto Berra etwas überrascht, dass Berci diese Scheibe hier noch rüberbringt. Di Domenico. Jecker. Und das ist der Ausgleich. Sandra Schmid 2-2. Sandra Schmid trifft. Zuerst der Stockbruch, Di Domenico mit dem Abschluss, beziehungsweise Pass, der Stockbruch. Und das ist dann die Vorlage für Sandro Schmid und es steht 2-2. Also es gilt hier schon, nicht eine, zwei Schippen draufzulegen. Berci, gute Übersicht, Abschluss und tatsächlich das Tor. Heldner mit dem 3-2. In der 47. Spielminute übernimmt Lausanne wieder die Führung. Fabian Heldner, der Torschütze. Und kurz zuvor, eben da wurde es etwas intensiver. Berci wieder daran beteiligt und die Scheibe noch abgelenkt von Rossi. Rossi mit dem Stock dran und deshalb Berra machtlos. Hier dieser Check und das dann der Ausgleich. Gotterer jubelt erneut wieder. Nur kurz hält diese Führung für Lausanne an. 3-3. Nathan Marchand. Zuvor noch Kylian Motte. Unsanft angegangen. Hier. Dieser Check, dann aber geht's weiter. Und Fribourg-Oteron
mit einer Blitzantwort. Dave Sutter bringt die Scheibe zur Mitte. Nathan Marchand. Hier nach 48 Minuten. Furrer. Jan Motte. Tor! Nächster Treffer. Fribourg-Gottero geht in Führung. Und jetzt schockt Kylian Motte Lausanne gleich ein weiteres Mal. Eine Minute nach dem Ausgleich. Hier der Führungstreffer für Gotteron. Fuhrer auf Motte. Und der Ablenker aber noch von Derne. Also, es ist Derne. Mouzon, Frick. Scheibe da vor Berra. Jäger, Tor, Ausgleich tatsächlich. Ken Jäger. Der jagt jetzt hier den Drachen. Einen Schreck hinein. 32,9 Sekunden vor Ende des dritten Drittels. Ich sage noch nicht, dass wir in die Verlängerung gehen. Hier abgelenkt die Scheibe. Heldner war es wohl, der jetzt hier, ja, Scheibe noch ablenkt und deshalb kann sie Berra nicht festhalten. Prall zurück und Jäger kann erben. Geduldig wird er bleiben. Wenn es hier 0:2 geben sollte, aber Barre gleich aus. Der Sieg für Lausanne 5:4. 72. Spielminute. Durchatmen. Bei John Fust und eben auch bei der Clubführung. Francis Barré mit dem 5:4 der Entscheidung. Die Freiburger reklamieren hier noch.